Hallo Leute, von Andrea Unger. Algo, man sagt so viel um Algo. Ich habe seit einiger Zeit eine E-Mail von Sebastian Hell von Qtrade bekommen. Der hat da etwas gesagt, wie in der Zukunft alles nur über Maschinen, über Algo gehandelt wird. Und ich glaube auch Lars Erlisen hat dazu etwas, einen Kommentar aufgenommen. Also das muss ich also auch, sonst ist Lars besser als ich. er ist besser. Nein, ist er nicht. Aber okay, ciao Lars. Also, Algo Trading. Was ist eigentlich Algo Trading? Wir lesen davon und wir denken, oh je, da bleibe ich raus. Es kann sein, du bist auch ein Algo Trader. Ich würde sagen, ich sehe ungefähr im Algo-Trading drei Familien. Und jede Familie hat dann mehrere Kinder natürlich. Aber drei Familien. Eine Familie ist mehr am Studium, Universität. Alle Kinder gehen zur Uni. Kinder, sind aufgewachsen. Die zweite Familie ist auf Geschwindigkeit. Sportler, alle wie Usain Bolt, schnell. Und dann gibt es eine dritte Familie, die im Tiefstudium sind, also schon NASA-Leute, okay? Alle Kinder arbeiten bei NASA. Okay, was sind eigentlich diese drei Familien? Die erste Familie, Studium. Studium ist das, Algo-Trading eigentlich ist etwas, wo wir, Algo ist eine Kalkulation, ein Algorithmus. Das heißt, wir kalkulieren. Und in der Tat, jeder, der ein Modell studiert und dazu kalkuliert, wie das Modell in der Vergangenheit gearbeitet hat, der ist ein Algo-Trader. Der nutzt Zahlen, um zu schätzen, was er machen will. Das bedeutet, wenn Sie ein Modell haben und auch wenn Sie ein Chart durchgeblättert haben und die unterschiedliche Setups zu finden und zu kalkulieren, wie die Trades gegangen wären und dann, im Fall das positiv aussieht, entscheiden Sie das zu nutzen, dann sind Sie ein Algo-Trader. Okay, so einfach ist es. Algo in dem Fall bedeutet einfach, dass wir kalkulieren, bekommen Zahlen und wir analysieren die Zahlen. Sind die Zahlen gut? Okay, dann arbeiten wir in dieser Richtung. Sind die Zahlen schlecht, Richtung ändern. So einfach ist es. Das ist auch Algo-Trader. Also wie viele Algo-Trader sind hier? Bitte schreiben Sie das da unten. Ich glaube wirklich, Sie sind auch ein Algo-Trader. Es ist kein Algo-Trader, der auf dem Bauch handelt. Und es gibt einige, die Talent haben, aber das sind nicht Algo-Traders. Der Algo-Trader ist derjenige, der die Charts analysiert und genau kalkuliert, was er machen will, weil er gefunden hat, dass diese Idee in der Vergangenheit Geld produziert hat. Theorie. Natürlich, mit diesem Ansatz gibt es eine geringe Zeitraum, die man analysieren kann. Ich glaube, menschlich kann man nicht 10 Jahre auf 15 Minuten Balken analysieren. Ich glaube, das ist verrückt. Aber trotzdem hat man einen, sagen wir, Algo-Ansatz zum Trading. Zu dieser Familie gehören auch die Kinder, die dann mit einem Computer die Idee programmieren und backtesten. Das heißt, sie nutzen eine Programmierungssprache mit einer von dieser Software, die schon vorbereitet sind, die Sachen zu programmieren. Sie kennen sicher MetaTrader, aber ich nutze zum Beispiel Multicharts, das ist eine andere, TradeStation, Trade Navigator, NinjaTrader, AmiBroker. Es gibt mehrere und alle sind auf einige Seiten gut, auf einige Seiten nicht so gut, aber jeder muss dann wählen, was für ihn am besten funktioniert. Und bitte, Kommentare auch hier, wenn ich finde, dass Sie eine Software lieben oder nicht lieben, können wir mal vielleicht in der Zukunft mal darüber ein Video drehen und darüber kommentieren. Aber in jedem Fall, man nutzt diese Software, damit man programmieren kann, die Idee, und dann die Maschine backtestet, was wir vorher manuell gemacht haben auf der Chart, dann macht das die Maschine. Die Maschine in dem Fall kann 10 Jahre zurück auf 15 Minuten Daten ruhig arbeiten. In dem Fall hat man natürlich ein besseres Backtest, langeres Backtest und eine bessere Analyse,
Eine Algo-Analyse. Warum Algo? Weil wir wieder Zahlen aus dem Computer ziehen. Also, soweit ist alles noch ziemlich einfach. Und diese Programmierungssprache, die ich genannt habe, die sind auch nicht so schwierig. Da haben wir mal schon darüber gesprochen. Ich glaube, es ist nicht so kompliziert, Multichart oder TradeStation zu programmieren. Ein bisschen schwieriger Metatrader. Aber in jedem Fall, es ist nicht wirklich etwas, wo wir Angst davon haben müssen. Unbedingt nicht. Das ist auch Algo-Trading. So ein Ansatz testet man und dann, wenn die Idee funktioniert, kann man diese manuell nutzen. Oder noch zu dieser Familie gehören jene wie ich, die mit der Software die Idee testen und dann nutzen auch dieselbe Software, die Trades zu senden und alles zu handeln. Ich meine, die Strategie wird programmiert und die Strategie arbeitet dann total allein auf dem Rechner. Die Vorteile hier sind natürlich, dass wir in dem Fall auf mehreren Märkten arbeiten können. Mit der manuellen Analyse kann man wenige Märkte analysieren und auch hat man eine geringe Analyse. Mit der langen Analyse kann man ein besseres Wissen haben, aber dann, wenn man manuell arbeitet, kann man immer noch nur auf einige Märkte arbeiten. 3, 4, wenn die Orders alle zusammenkommen und wenn die Orders um 3 Uhr in der Früh kommen, das kann man leider nicht manuell handeln. Wenn die Maschine das allein macht, wie bei mir, auf der Cloud-Server, kein Problem, dann geht alles weiter. In dem Fall muss man dann natürlich auch alles so gut ausrüsten, dass man Signale hat oder Meldungen, Alarms, wenn etwas schief läuft, wenn etwas einfach schief läuft auf dem Computer. Das kann passieren und man muss nur wissen, dass man das alles richtig beobachten kann, sodass man dann auch sofort etwas machen kann, wenn etwas nicht in der richtigen Richtung geht. Und das ist die Familie vom Studium. Das ist ungefähr alles. Ich meine, Ideen analysiert man, Zahlen, auf Zahlen basiert man die Entscheidung. Das ist Algo, weil die Zahlen kommen von einer Algo-Analyse. Algorithmus kann auch sein 1 plus 1, das ist 2, das ist auch ein Algo. Keine Angst, Algo ist nicht unbedingt mit unglaublichen mathematischen Formeln. 1 plus 1 ist auch Algo, so einfach kann es sein. Erste Familie. Zweite Familie, die Sportler, Geschwindigkeit. Das ist, wo man die Computer-Power nutzt, um schnell zu sein. Schnell bedeutet, dass man schnell dort sein will. Wo nutzt man die Geschwindigkeit von den Rechnern sowieso? Normalerweise auf Situationen, wo man schnell sein muss. Arbitrage und High-Frequency-Trading, das sind die zwei. Wobei Arbitrage manchmal auch zum High-Frequency gehört, aber in der Tat nicht unbedingt, weil es gibt nicht so viele, so häufige Möglichkeiten, Arbitrage zu schaffen. So dass das Frequency ist in dem Fall nur die Geschwindigkeit und nicht die Frequenz, wie viele Trades. Aber in jedem Fall, in beide Fälle muss man schnell sein. Arbitrage bedeutet, dass man etwas kauft, wo man genau weiß, dass jener Preis in dem Moment falsch ist oder sowas. Arbitrage ist, wenn man eine Transaktion schafft, wo man sicher ist, risikofrei, sicher ist, zu verdienen, weil vermutlich etwas auf dem Markt falsch ist. Normalerweise sind diese Fehler sehr klein. Ich habe schon Ihnen erzählt mit den Cover Warrants, das habe ich selbst manuell getan, aber das war 2001. Und in 2001, erstmal gab es noch nicht so viele Möglichkeiten, sich in Verbindung mit dem Markt zu stellen, mit dem Computer, Software und so weiter. Es war noch nicht am Niveau, wo wir heute sind. Aber in dem Fall habe ich das auch. Ich hatte Arbitrage geschafft, wobei ich in meinem Kopf Algo wusste, dass die Preise falsch waren auf den Cover Warrants. Das war aber eine ganz andere Geschichte. Aber trotzdem war es Arbitrage. Ich wusste, dass der Preis falsch war. Habe ich gekauft und ich wusste schon, dass früher oder später sollte ich den richtigen Preis erhalten. Das war Arbitrage jener Zeit. Heute ist natürlich die Geschichte komplizierter, es gibt nicht jene Möglichkeiten und die Möglichkeiten, die es heute gibt, sind klein,
nicht so häufig und die muss man schnell entdecken und schnell nutzen. Nur ein Computer kann das dann schaffen. Noch zudem, die Ergebnisse sind normalerweise sehr knapp, damit man dann auch ein gutes Profil haben muss mit den Kommissionen und so weiter. Und vermutlich ist es nicht so einfach für die Retail-Traders wie uns. Und in jedem Fall, die Geschwindigkeit, die notwendig ist, ist nicht nur im Rechner, sondern auch in der Verbindung. Das heißt, man braucht einen Server in der Nähe von der Börse und so weiter. Also alles ist kompliziert, aber dort ist auch Algo-Trading zu einem anderen Niveau. Das gehört zu der Familie von den Schnellen. Und der Sportler, eine Familie von jenen, die schnell sein wollen und müssen. High-Frequency-Trading, das kennen Sie schon als vom Namen. Und Arbitrage, Meister, die zwei Kings. Es gibt andere vielleicht, aber das sind die zwei wichtigsten in der Familie. Dritte Familie, Tiefstudium oder so, NASA, die Leute, die bei NASA arbeiten. Diese Familie nutzt Algo, die Märkte so zu studieren, fast, dass die Rechner allein die Strategien bauen. Das ist, gehört zum Machine Learning. Und wo man auch Prognosemodelle bauen will. Also man studiert die Märkte, man versucht eine mathematische Formel zu finden, damit man den nächsten Preis schätzen kann. Gut schätzen, sagen wir. Machine Learning auf einer Seite studiert die Märkte und studiert die Reaktionen, damit man dann eine Strategie baut, wo man die Reaktion, also die Orders, die wir senden, selbst schätzen kann, die Maschine, und nicht mehr wir sagen, ich will das und das machen, weil so, nein, die Maschine sagt, guck mal, mache das, weil ich habe herausgefunden, dass es so und so funktioniert. Und dann, die Prognosemodelle sind jene, die einen Algorithmus suchen, der die Preise von die Kurve von den Preisen irgendwie modellieren kann und dann sagt, okay, das geht in diese Richtung. Das ist wie ein bisschen, wenn man die Wetterberichte kontrolliert. Also Wetterbericht analysiert das Spektrum vom Wind und es findet die Frequenz vom Wind und kann dann schätzen, wie das Wetter aussehen wird. Es ist nicht so einfach natürlich, aber das ist die Basis. Und man versucht also auch ein Spektrum in den Preisen, damit man dann schätzen kann, wie es aussehen wird. Das ist nur zu verstehen, wie es funktioniert. Das ist natürlich nicht so einfach. Und dort braucht man natürlich Computer Power, Wissen. Es kann nicht jeder tun. Man braucht sicher ein hochwertiges Wissen, was man normalerweise in der Uni bekommt. Es gibt Leute, die graduiert sind und die Doktoringenieure oder Doktor Physik oder ich weiß nicht, was alles da gebraucht wird. Aber das ist die dritte Familie, wo man wirklich in tiefe Studie, und das sind die Grenzen. Also Machine Learning, habe ich schon mal gesagt, sehe ich noch nicht so top am Moment. In der ganzen Welt, ich meine nicht bei uns, ich meine in der ganzen Welt sehe ich am Moment noch Schwierigkeiten zwischen die Grenzen von Machine Learning und dann, was man wirklich machen kann. Studium manchmal vergisst, wie es wirklich in den Märkten funktioniert, was man wirklich machen muss, wie man die Orders senden soll und so weiter. Alle Kleinigkeiten vielleicht, weil die Theorie steht da, aber trotzdem, Theorie ist eine Sache, wenn man das dann bearbeiten muss, sieht es ganz anders aus. Und das passiert bei Machine Learning heute manchmal. Und sowieso sind die Maschinen noch nicht so schlau. Das ist vielleicht noch ein Glück. Vielleicht, ich meine, ich habe immer ein bisschen Angst, wenn die Maschinen zu schlau sind oder wenn ich zu doof werde. Aber die Zukunft wird natürlich uns zeigen, wie es sein wird. Dann diese Prognosemodelle sind auch etwas, wo die Theorie noch die Human Reaction modellieren soll, weil die Preise von den Human Reactions, wie man auf Englisch sagt, aufgebaut sind. Das heißt, die Leute, die handeln und die Reaktionen von den Leuten bringen die Preise links oder rechts, oben oder unten oder seitwärts. Und ein Modell sollte das modellieren, sodass man eine Prognose bauen kann. Das ist auch die Zukunft. Am Moment kann ich ehrlich sagen, ich habe mehr gelesen darüber und alles ist sehr interessant, aber ich sehe, es ist noch ein bisschen dünn von meinem Gefühl. Also ist natürlich nur mein Gefühl. Und vielleicht gibt es schon sehr gute Modelle, die das schaffen und das weiß ich nicht, das weiß man vielleicht nicht, das ist vielleicht noch ein Geheimnis von der Industrie und die das haben, nutzen das und sagen nichts.
Sie sind stumm, weil sie schlau sind in dem Fall. Aber in jedem Fall, das ist nur meine Idee auf dem Thema und das ist aber in jedem Fall die Zukunft. Also die dritte Familie ist dieses Deep Learning oder ich weiß nicht, wie man das nennen kann, aber das ist sicher die Familie von denen, die mit der weißen Kleider arbeiten und so weiter. Drei Familien, drei Algo-Familien, wir gehören zu der ersten. Ich bin sicher, mehrere Zuschauer gehören zu der ersten Familie. 1 plus 1, 2 ist auch ein Algo. Und dann kommen wir bis zu der dritten Familie. Studium, Geschwindigkeit und Tiefstudium, Hochstudium, ich weiß nicht, wie Sie das nennen wollen. Schreiben Sie in die Kommentare, wie der beste Name für die dritte Familie und vielleicht kann ich das dann für ein nächstes Video nutzen und auf gut Deutsch auch erklären. Das war's am Moment. Zu welcher Familie gehören Sie? Kennen Sie eine vierte Familie? Kennen Sie andere Kinder von den drei Familien? Bitte da unten schreiben und kommentieren. Und natürlich abonnieren Sie, sonst haben wir zu wenig Abonnenten und die Leute, mit denen ich arbeite, werden mit dir böse und die wollen mich nicht mehr. Ciao, ciao von André Unger, bis nächstes Mal. Ciao aus Italien.